És un plaer tenir a la Filmoteca i dintre d'aquesta quarta mostra de cinema alemany contemporani a Wolfgang Amkuhl Hasse, que és un dels grans guionistes amb una història impressionant de guions en el cinema alemany i que avui doncs, presentarà la pel·lícula Mentre dormim, Als wir träumen, d'Andreas Dresen. Faig la primera pregunta. En el cinema espanyol sabem perfectament, els historiadors sabem el que va ser treballar durant el franquisme amb la censura i per tant era una lluita contínua, constant, diguéssim, entre la creació i la censura. M'agradaria saber, en la seva experiència, a més treballant amb els grans cineastes de la República Democràtica Alemanya, doncs, com va viure ell aquesta lluita entre la voluntat de creació artística i els impediments que inevitablement posava la censura. Die Meinungsverschiedenheiten, wie viel Wirklichkeit muss sich die Kunst vornehmen und wie viel Wirklichkeit muss die Politik in der Kunst ertragen, das zog sich quer durch die Gesellschaft. Das war nicht einfach ein Konflikt zwischen den Kunstmachern, welcher Art auch immer, und den Politikern, sondern es gab Leute, die sagten, dieses Land muss mit seiner eigenen Realität umgehen und muss sie ungeschönt zur Kenntnis nehmen. Es gab andere Leute, die sagen, wir wollen nicht beunruhigt sein, wir wollen beruhigt sein. Wir wollen nichts Neues wissen, wir wollen das sehen, was wir schon wissen. Wir hatten immer in der DDR ein gewisses Defizit an öffentlicher Diskussion, weil die Politik nicht über Dinge reden wollte, für die sie keine Lösungen wusste. Also wollte sie die Dinge, für die sie keine Lösungen wusste, auch nicht im Kino sehen. Und sie hatte keine Vorstellung, dass das offene Gespräch und das öffentliche Gespräch irgendwelche Fragen, die die Gesellschaft sich stellen muss, klären könnten. Sie haben dem wenig vertraut, sondern sozusagen ein gewisser Mangel an Offenheit, was die eigene Welt betrifft, war sozusagen eine Art Tugend des Regierens. Es war aber eine Untugend. Mit übergroßer Bedenklichkeit kannst du viele Dinge schon entmutigen, bevor sie überhaupt in Gang kommen. Also die subtilste Form von Zensur ist mangelnde Ermutigung, könnte man sagen. So, und nun haben wir aber trotzdem Filme gemacht, nicht weil wir so unerschütterliche Leute waren, sondern weil du gar nichts schreiben kannst oder auch keine Filme machen kannst, wenn du dich dem Abenteuer der Wirklichkeit nicht immer wieder neu aussetzt. Weil es gibt keine endgültigen Antworten, aber es gibt Fragen, die sich wiederholen und wiederholen und wiederholen. Das heißt, in der Nähe der, so habe ich das erlebt, in der Nähe der Schwierigkeiten liegen auch immer die Chancen. Es so, und Behinderung kann auch die Sinne schärfen. Ja sé que és una pregunta molt, molt àmplia, però voldria que em resumís que donada la seva experiència amb el cinema, el teatre, llibres, quina és l'especificitat de l'escriptura cinematogràfica? És a dir, Ich glaube, Filme machen es eine gesellige Arbeit. Man macht es nicht allein. Und man schreibt, der endgültige Adressat ist das Publikum. Aber das Drehbuch wendet sich nicht an das Publikum, sondern es wendet sich an die Leute, die den Film machen. Ein Drehbuch ist ein Mittelding von Poesie und Gebrauchsanweisung. Ein endgültiges Zwischenprodukt. Prosa schreibst du, Poesie ohnehin, schreibst du bei geschlossenen Türen. Ein Drehbuch schreibst du bei offener Tür, weil es kommen immer Leute rein und gucken dir über die Schulter und sagen, wie machst du denn das? Oder wann bist du denn fertig? Oder was bedeutet denn das und das und das? Das heißt, man weiß, dass man es macht auf die
für die weitere Arbeit. Und man darf das, was die anderen dann tun, nicht fürchten, sondern man muss darauf hoffen. Els Virtrauten és la seva tercera col·laboració amb Andreas Dresen i al mateix temps és una adaptació d'una novel·la de Clemens Meyer. Però, donada aquest paper que ara acaba d'explicar del guió com a intermediari, com a manual, com a vehicle transitori, jo volia saber si, donat que el tema és la caiguda del mur i les seves pròpies vivències personals, si ha pogut també afegir-hi una part, diguéssim, personal de les seves vivències, de la seva experiència, del seu coneixement en primera persona de la història del que estàs explicant, si ha pogut afegir algun element d'aquest tipus dintre del guió d'aquesta darrera col·laboració amb Andreas Dresen. In meiner Erinnerung und auf das Kriegsende bezogen, als die Russen nach Berlin kamen, das war ja, in der Erinnerung war es ja, war es absolut positiv besetzt. Es hatte, so hätte ich das damals nicht gesagt, aber ich war 14 Jahre alt und war älter als ein tausendjähriges Reich. Ich hatte ein tausendjähriges Reich überlebt. Und es war nicht, wie man uns gesagt hatte, das Ende von allem, sondern man wusste nicht, was kommt, aber man sah, es fängt etwas an, es geht etwas los. So, das ist nicht direkt vergleichbar, aber dieses Gefühl von grenzenlosen Möglichkeiten, das ist vielleicht vergleichbar. An das erinnere ich mich sehr stark und das war wichtig für mein Leben. Und es gab viele Filme über diesen Moment der deutschen Wiedervereinigung aus verschiedenen Perspektiven. Wir wollten gerne diese Geschichte einer Generation erzählen, die in diesem Alter in diese Lage kam. Und diese jungen Leute, die brechen auf und fragen auch im Jahre 89, was kostet die Welt? Und der Stadtrand von Leipzig ist die Welt in diesem Moment. Und dann kommen sie allmählich dahinter, dass sie das zwar fragen können, was kostet die Welt, aber die Welt ist vielleicht schon verkauft. Das wird sich zeigen. Also der Film endet ja mit einem ganz schlichten Satz, nämlich: Das Beste kommt noch. Und das ist positiv, es ist auch ein bisschen traurig, es ist auch nicht sicher. Danke.